Hallo und herzlich willkommen hier im Studio 2 im Funkhaus des Bayerischen Rundfunks in München. Wir schreiben den 28. April 2021 und vor uns liegt eine wunderschöne Strecke mit Jazz, der uns aus dieser Zeit herausheben wird. Aus dieser Zeit im 14. Pandemiemonat, wo einerseits das Impfvorhaben langsam an Fahrt aufnimmt und andererseits das Virus mit seinen Mutanten gefährlicher und schneller ist als je zuvor. Ein Wettrennen also um den Erhalt von Gesundheit und Leben und gleichzeitig für alle Menschen eine Zeit, wo man sagen kann, es ist immer noch ein On-Hold-Sein. Ob es das Auskommen anbelangt, ob es das soziale Miteinander anbelangt oder die Ausbildung. Und das gilt natürlich vor allen Dingen für junge Menschen. Und 5 junge Menschen, die das sehr betrifft, die haben wir heute hier ins Studio eingeladen. Sie sind Studierende oder waren es bis vor kurzem an der Hochschule für Musik und Theater in München. Und es ist die Band der Pianistin und Komponistin Schuten Erdenbarter. Mit dabei in dieser Band sind der Trompeter und Flügelhornist Bastien Rieser, der Tenorsaxophonist Maxim Frischmann, der Bassist Nils Kugelmann und der Schlagzeuger Sebastian Wolfgruber. Gespielt werden Kompositionen von Schuten. Und aus denen spricht ihre Leidenschaft für die Ausdrucksmöglichkeiten des Jazz, für seine Freiheiten und für die wunderbaren, unerwarteten Momente in dieser Musik. Aber auch ihre Erfahrung mit symphonisch-klassischen Klangwelten und wahrscheinlich auch ein klein wenig Erfahrung mit der Musiktradition ihrer Ursprungsheimat, der Mongolei. Ja, darüber werden wir später auch ein bisschen reden in dieser Session, aber jetzt kommt erstmal die Musik und für die gebe ich jetzt sehr gern diese Bühne frei. Thank you.
Ganz wunderbar. Hi, ich komme mal in euer Rund, in das verkleinerte Rund jetzt im Trio. Nils Kugelmann Bass, Sebastian Wolf Gruber am Schlagzeug, Schutten. Die anderen Jungs sitzen hier im Dunkeln und schauen uns jetzt zu, wenn wir uns unterhalten. Ich bin ganz, wie soll man sagen, eingesogen von der schönen Musik, die wir gerade gehört haben, deine Kompositionen. Beyond the Moon war der Titel des letzten Stücks und davor waren Olden Days und dann davor In a Time Warp. Und wenn man sich jetzt mal diese Titel schon anhört, dann denkt man, es geht hier doch irgendwie schon um sehr viel Sehnsucht auch, oder? Um Bild, also es entstehen ja selber Bilder beim Hören, wo man sagt so, ah, jetzt sehne ich mich dahin und dorthin auf den Schwingen deiner Musik. Aber ist es Sehnsucht, die da drin steckt auch? Ja, eigentlich schon. Also die erste zwei Stücke habe ich vor ein paar Wochen geschrieben, also im April. Und ja, es hat auch mit der Pandemie viel zu tun, dass man gerade auch nicht nach Hause fliegen kann, wenn man will. Und ja, also Olden Days hat auch viel zu tun mit wahrscheinlich mit meiner Familie auch. Und dann ist die schöne Zeit auch, dass ich mit denen gebracht habe. Und ja. Vielleicht, um das auch mal einzuordnen, du bist ja seit 2018 hier in München. Du absolvierst ein Masterstudium an der Hochschule für Musik und Theater. Du bist hierher gekommen und warst gerade mal 20 Jahre alt. Hattest aber vorher in Ulaanbaatar am mongolischen Staatskonservatorium ja schon ein komplettes Studium abgeschlossen. Also was ja auch ein klassisches Kompositionsstudium beinhaltet hat und ein Klavierstudium, das quasi mit 6 Jahren begonnen hat auf dieser klassischen Schiene. Aber der Jazz hat da schon eine Rolle gespielt in deinem Leben, als du hierher gekommen bist natürlich. Deswegen bist du ja auch, um es hier quasi weiterzumachen. Und jetzt, wenn man Musikerinnen und Musiker fragt, also dann kommen meistens als Antworten, wenn man sie danach fragt, wie bist du denn auf den Jazz gekommen? Also die Plattensammlung der Eltern, ein spezielles Konzerterlebnis oder die Schul-Big Band waren da irgendwie am Anfang gestanden. Was war bei dir am Anfang gestanden? Ja, also mit dem Jazz habe ich erst mit 16 kennengelernt, also ziemlich spät. Und bis dahin wusste ich eigentlich gar nichts über Jazz. Ich war so ziemlich intensiv in klassischen Musik ausgebildet. Und mein Papa, der arbeitet auch als Oper-Regie. Deswegen war ich so im Operhaus auch ganz oft dabei. Okay. Und nach meiner klassischen Klavierausbildung konnte ich mir nicht so vorstellen, dass ich klassische Pianisten wird oder ich als so klassische Pianistin könnte ich mich nicht so ganz gut vorstellen. Und dann wollte ich mir ein bisschen noch überlegen, ob ich berufliche Musikerin sein will. Und dann habe ich mich währenddessen für ein Philosophiestudium beworben an der Mongolischen Nationaluniversität und einen Platz bekommen und wollte damit eigentlich schon anfangen und ein bisschen dann mir Zeit lassen, was ich wirklich machen will. Und aber genau in dem gleichen Zeitpunkt kam ein Jazzprojekt von Goethe-Institut in der Mongolei. Sie haben das ganze Projekt gefördert und meistens haben die so viele Dozenten und Dozentinnen aus Deutschland und aus den USA, also von weltweit Musikerin sind, nach der Mongolei einfach da ein bisschen unterrichtet und Unterrichten gegeben. Und dachte ich mir, ja, wahrscheinlich gebe ich mir noch eine Chance. Wahrscheinlich interessiert mich Jazz ein bisschen, obwohl ich gar keine Ahnung hatte. Also ich wusste schon, dass es improvisierte Musik ist, aber wusste ich nicht ganz genau, wie das funktioniert. Und dann habe ich die Aufnahmeprüfung da gemacht. Also da habe ich weiß nicht, was ich da gespielt habe. Ich wusste gar keine Jazz-Pianisten oder Musikerin damals. Wow. Also, und damit habe ich angefangen. Und dann, das war für uns auf jeden Fall die erste Institut, die Jazzmusik beigebracht hat. Und da habe ich für 2 Jahre lang studiert. Und ja. Also dann stelle ich mir vor, dass du in diesen 2 Jahren wahrscheinlich überhaupt nicht mehr geschlafen hast, weil man muss ja dann quasi, man entbrennt an dieser Musik. Ja, es zieht einen irgendwie hin, wahrscheinlich eben genau zu dieser Freiheit auch. Vielleicht im Gegensatz zu der etwas strengeren klassischen Welt. Ja, so. Und dann merkt man ja aber auch in dem Moment, Moment mal, ich kenne ja so viel noch gar nicht. Ja. Man muss ja quasi, man muss oder kann oder sollte wahrscheinlich auch doch sehr viel sich auch anhören, quasi, damit man die Geschichte des Jazz und auch die ganzen Stilrichtungen kennenlernt, genau, oder? Ganz genau. Ja. Und derjenige, der
ja ein bisschen den Jazz auch nach Ulaanbaatar gebracht hat, war ja hier Martin Zenker aus München, Kontrabassist, der diese ganze Geschichte mit dem Goethe-Institut damals eingefädelt hat und auch seine ganzen vielen Freunde und Kollegen aus aller Welt dann eingeladen hat. Wie ist denn das jetzt? Ist Jazz wirklich nicht nur für dich eine Neuheit gewesen zu diesem Zeitpunkt? Oder war es auch für viele andere einfach so wie Jazz? What's that? Also wir hatten tatsächlich einen Staats-Big Band, aber sie spielen nur so geschriebene Noten meistens und improvisieren so teilweise ein bisschen, aber wussten die nicht genau, was sie genau darüber spielen, glaube ich mal. Und dann, das war auch so ein guter Schritt für die gewesen, dass sie auch nur noch einen weiteren Schritt näher gekommen sind zum Jazz. Und ich glaube auch viele, viele junge Musiker, auch von meiner Generation, für die waren Jazz was ganz Neues. Und mittlerweile studieren hier 6, 7 andere Studierenden aus der Mongolei auch Jazz an der Hochschule in München. Okay. Und genau, also es war für uns als junge Musikerin eine ganz neue Welt gewesen. Genau. Und da seid ihr quasi dann die Jazz Ambassadors, wenn ihr zurückkommt, in die Mongolei. Und ich glaube, es gibt auch jetzt ein Jazzfestival auch dort, oder? Zumindest habe ich mal einen Livestream gesehen auch. Und jetzt haben wir sogar unsere erste Jazzclub. Und ja, seit 2 Jahren. Ganz schön spannend, ja. Und während das alles stattfindet und du jetzt natürlich auch, du hattest es ja vorhin erwähnt, pandemiebedingt im Moment gar nicht nach Hause kannst, tun sich auf der anderen Seite wieder neue Wege auf und die deuten also Richtung USA, denn du hast ja im Februar den Kurt Maas Jazz Award gewonnen an der Hochschule in München, benannt nach dem Begründer der Jazzabteilung der Hochschule und hast da gewonnen ein Sommersemester am Berklee College of Music in Boston. Worum wird es da für dich in erster Linie gehen, wenn du da die Chance hast, in die USA zu gehen? Was sind da deine größten Wünsche? Was möchtest du dort am meisten lernen sozusagen? Ja, auf jeden Fall, der Umfeld war für mich ganz interessant. Also ich war einmal in der USA gewesen, aber es war nur für 2 Wochen und es war so ein Schulaustauschprogramm. Und aber da der Jazz aus den USA kommt, dann interessiert mich auf jeden Fall das ganze Umfeld. Wie ist das? Und genau, also auf jeden Fall akademisch würde ich gerne noch weiter im Jazz, Klavier und Komposition auf jeden Fall noch versuchen zu bekommen, was ich dann da lernen kann. Aber genau, dass die Leute einfach sehen und dann die ganze Szene zu erforschen. Also du kannst ja wirklich noch unwahrscheinlich tief eintauchen, eben auch gerade dadurch, dass du den Jazz so relativ spät entdeckt hast sozusagen auch und was ihn ausmacht. Was auch ganz besonders ist natürlich, so wie wir beide jetzt hier sprechen. Ich meine, du bist seit 2018 erst hier und du sprichst unwahrscheinlich gut Deutsch. Und beschäftigst dich mit der Musik. Wie schafft man das alles? Also wie viele Stunden hat dein Tag sozusagen? Und wie ist es auch gerade im Moment zum Beispiel an der Uni? Wie viel könnt ihr machen? Ich meine, ihr seid alle bereit und willens, für Publikum wieder zu spielen und eure Karrieren richtig zu starten. Wie ist da im Moment so gerade die Stimmung? Und was könnt ihr machen? Ja, jetzt gerade an der Uni ist es hauptsächlich online alles, aber dafür hat man ganz viel Zeit für sich selbst, viel einfach machen kann. Also ich mache gerade viel beim Komponieren und da auch ich gerade Jazz-Kompositionsmaster studiere, dann habe ich den Vorteil ein bisschen, dass ich auch viel schreiben kann oder viel Zeit dafür habe. Und ja, also ich habe auf jeden Fall ganz genügend Programm, wenn die Pandemie endlich mal vorbei ist, dann, dass ich zum Publikum was auch bringen kann, hoffentlich, ja. Und dass vielleicht auch mal die Möglichkeit besteht, mit deiner Band zusammen dann auch im Jazzclub in Ulaanbaatar aufzutreten. Das wäre doch mal ziemlich hip, oder? Alright. Wir müssen uns wahrscheinlich noch ein bisschen gedulden, bis es soweit ist, aber wir sind heute hier und genießen alle sehr deine Musik, die ihr zusammen macht und werden jetzt noch 5 weitere Kompositionen von dir hören. Zunächst geht es auch weiter im Trio, bevor dann Bastian Rieser und Maxim Frischmann wieder mit dazukommen. Und das nächste Stück heißt Navigating Passion and Tension. Das ist ja irgendwie schon
das, was man tut, wenn man spielt und wenn man Jazz spielt vor allen Dingen, oder? Ganz genau, ja. Sich zu navigieren zwischen der freien, losgelösten Leidenschaft und aber auch diesem Stück weit Anspannung, kann man es auch durchaus nennen, denn es muss ja auch am Ende immer alles klappen. Mhm. Aber das tut es ja bei euch und das ist schön. Also viel Vergnügen jetzt noch im weiteren Verlauf dieses Konzerts und ich kehre dann später nochmal zurück. Schuten Erdenbater. Vielen lieben Dank, liebe Beat. Thank you.
Thank you.
Und machtvoll und melancholisch zugleich. Das war eine Komposition von Chotin Erdenbartel und mit dem schönen Titel Page 7671, der natürlich sehr geheimnisvoll ist. Magst du kurz uns erzählen, was es damit auf sich hat mit diesem Titel? Ja, das Stück habe ich auf meinen 21. Geburtstag geschrieben, so vor etwa eineinhalb Jahren, fast zwei Jahren. Und dann habe ich auf meinen Rechner, Taschenrechner kurz kalkuliert, also welcher Tag das war, also 21. Jahr, aber das war tatsächlich dann 7671. Tag. Und dann, ich habe danach, erst danach gecheckt, also wenn man alle diese Nummern zusammen, also 6 plus 7 plus 7 plus 1 wäre dann 21. Und dachte mir, ja, es macht schon Sinn, einen Titel das rauszumachen. Und, sehr gut. Und dann heißt es Page. Genau, dann haben wir jetzt quasi die Essenz, deine Existenz gerade gehört in Musik sozusagen, wie sie war zu dem Zeitpunkt, als du 21 Jahre alt geworden bist. Und du hast es gespielt mit einer tollen Band hier heute bei uns im Studio 2, wo wir normalerweise Konzerte geben und heute im ganz intimen Rund mit euch zusammen sind. Und zwar mit Trompeter und Flügelhornist Bastien Driesse, mit Tenorsaxophonist Maxim Frischmann, mit dem E-Bassisten und Kontrabassisten Nils Kugelmann und mit dem Schlagzeuger Sebastian Wolfgruber. Eine tolle Band,
hast du hier zusammengebracht für deine Musik, um deine Musik zu spielen. Und vorhin haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, wie das war, als quasi du den Jazz entdeckt hast und eigentlich diese völlig neue Welt aufgegangen ist und du quasi in deine musikalische Erfahrung, die du bis dahin hattest, den Jazz mit hineingenommen hast. Und jetzt aber nochmal die Frage, was gibst du hinein in den Jazz, so wie du ihn jetzt spielst, aus deiner musikalischen Welt, aus deinen musikalischen Erfahrungen der Vor-Jazz-Zeit sozusagen? Ja, ich glaube, es ist ein bisschen so eine Kombination aus meiner klassischen Ausbildung und auch dann traditionelle mongolische Musik. Also das habe ich auch erst ein bisschen spät entdeckt. Also klar, ich bin in der Mongolei geboren und groß geworden, aber ich war nie richtig so mongolische Musik so gehört, bis ich Kompositionsstudium angefangen habe. Und da musste ich quasi alles von Anfang lernen, durch alle von diesen mongolischen Komponisten gehen, was sie auch geschrieben haben. Und ich hatte auch ein paar Aufgaben, dass ich für mongolische traditionelle Instrumente was schreiben sollte. Und dann habe ich erst die mongolische Musik richtig entdeckt. Okay. Diese zwei Kombinationen und dann plus Jazz, das Kombination aus den drei verschiedenen Einflüsse machen es vielleicht besonders. Ja, und das ist natürlich ganz schön, dass quasi der Jazz auch diese Tür für dich aufgemacht hat, also zu der Musik, die naheliegend war, aber halt in einer anderen, musikalischen Welt sich abgespielt hat vorher für dich. Ne? Genau. Ja, das ist ganz wunderbar. Und ich denke, dass wir in dem letzten Stück, was ihr jetzt zusammen spielen werdet, ja nochmal auch abhebt, dann tatsächlich auf ein mongolisches, traditionelles Lied, zu dem es wahrscheinlich auch eine kleine Geschichte gibt, oder? Wie, genau. Wo wird es gespielt? Zu welchem Anlass? Wie alt ist es vielleicht ungefähr? Das Stück ist ungefähr 1930 oder 40 geschrieben, habe ich mal gehört. Und das war in der Kriegszeit bei uns in der Mongolei. Und dann alle Männer mussten da muss er die 3-4 Jahren vorbereitet für das Soldat. Und das Stück geht darum, um eine Frau, die auf ihren Mann gewartet haben für 3 Jahre lang. Und sie hat irgendwie immer noch die Hoffnung, dass er, der Mann, irgendwann kommen wird. Aber trotzdem weiß sie noch nicht, wann genau. Aber sie hat trotzdem die Hoffnung, dass er irgendwann mal kommen wird und dass die Sonne jeden Morgen in der Früh aufgeht und mit der Sonne irgendwann dem Mann kommen würde. Und da so geht die Geschichte ein bisschen. Also und das ist also mein allerlieblings mongolisches Lied, Volkslied. Ich kenne nicht so viele mongolische Volkslieder, aber das ist einer von denen, wo ich mir ganz viel gehört habe. Ja. Also wenn wir jetzt auch ein Stück hören, dessen Melodie an und für sich auch eine Gesangsmelodie eben ist. Genau. Und nochmal ein Stück, das eine Sehnsucht transportiert, eine große Sehnsucht. Ganz genau. Ja, genau. Ja, ihr Lieben, ich freue mich auf dieses letzte Stück. Ich freue mich, dass ihr hier seid und uns eure Musik gegeben habt und allen, die nach Musik lechzen, nach Jazz, Live-Musik und hoffentlich auch dann auch bald ihre Sehnsucht erfüllt wissen können, wenn es zurückgeht in die Jazzclubs und für euch auf die Bühnen vor Publikum und wir alle wieder zusammen das Lebensmittel Musik zu uns nehmen können, eng beieinander und noch mehr entdecken können von der Musik, die in der Welt ist und die Menschen wie ihr zu uns bringt. Vielen herzlichen Dank. Das war unsere Session aus dem Studio 2 hier im Bayerischen Rundfunk in München. Und jetzt noch einmal Bühne frei für Schuten Erdenbatr und ihre Band. Und wenn du uns ganz kurz vielleicht noch sagst, wie das Stück heißt. Das Stück heißt Mandachnar auf Mongolisch. Die Übersetzung wäre dann der Sonnenaufgang. Alles klar. Also unser Sonnenaufgang in Musik. Und wer zwischendurch Lust hat, noch was anzuschauen, im Netz einfach in die Suchmaschine eingeben, Bühne frei im Studio 2. Und dann kommt ihr auf unsere Live-Sessions, die wir hier seit über einem Jahr machen. Also eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Thank you.